spricht noch einmal Ihr Co-Pilot. Wir überfliegen gerade die Rocky Mountains, auf die Sie im Moment einen herrlichen Blick haben. Das freundliche Wetter wird uns aller Voraussicht nach bis St. Louis begleiten. Schluss jetzt, das wird nicht gerannt. Ach, entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie lange wir noch fliegen? Oh, natürlich. Gib das her. Noch ungefähr 2 Stunden. Gib her, kann ich noch was für Sie tun? Nein. Jason, gib deiner Schwester ihr Stofftier zurück. Susan, und du hörst auf zu schlagen. Komm her. Kein Problem. Ihr erster Flug, Sie müssen entschuldigen. Oh, bei meinem ersten Flug war ich auch so aufgeregt. Sagen Sie, wie lange fliegen Sie schon? Seit 12 Jahren. Ja, gleich nach dem College ging's los. Keine Sorge, das war nur harmlose Turbulenzen. Der Captain hat nicht mal das Zeichen zum Anschnallen gegeben. Fliegen ist sicherer als Autofahren. Glauben Sie mir. Na also, hörst du? War halb so wild. In Ordnung, sehr gut. Und wie ist die Lage in der Hauptkabine? Ach, leichte Aufregung. Hier vorne ist es dafür umso ruhiger. Seitenruderalarm. Ist doch alles normal. Verstehe ich nicht. Bitte bleiben Sie sitzen. Gehen Sie auf Ihren Platz und legen Sie den Sicherheitsgurt an. Setzen Sie sich. Legen Sie die Gurte an, bitte. Und bleiben Sie sitzen, solange das Signal zum Anschnallen leuchtet. Ich frage nach, was los ist. Das Alarmsignal ist schon wieder. Komisch. Ist das möglich? Keine Ahnung. Sir, bitte, gehen Sie zurück auf Ihren Platz, bitte. Leistungshebel zurück. Okay. Alles in Ordnung? Ja, danke. Alles okay? Ja. Komm, setz dich. Das sind aber ungewöhnlich heftige Turbulenzen. Bist du verletzt? Ich hatte immer Angst, aber ich dachte, wenn es passiert, dann beim ersten Flug. Wir schaffen das. Okay. Schon gut, schon gut. Ist ja bald vorbei. Ist ja bald vorbei. Ist bestimmt gleich wieder gut. Ihr braucht keine Angst zu haben, hört ihr? Ich hab euch doch lieb. Volles Seitenruder links. Volles Seitenruder. Brent Regional 662. Tut sich überhaupt nichts. Wir verlieren dramatisch an Höhe. Bitte melden. Control. Loop 662. Wollen Sie einen Notfall melden? 662. Bitte kommen. Na komm schon. Leuchte, leuchte. Leider Stern. Komm schon, hoch mit dir! Wir schaffen es nicht! Loop 662, bitte kommen! 662, wir haben Sie nicht mehr auf dem Schirm! René. Oh, hallo, Mark. Ein
Danke sehr. Oh, danke sehr. So, das hätten wir. Wohin gehen wir essen? Das soll eine Überraschung werden. Ich habe da einen ganz neuen Italiener entdeckt. Sehr nobel, du wirst auch machen. Klingt verlockend. Ich hoffe, dein Sohn lässt dich gehen. Oh, hör schon auf. Können wir los? Oh, sobald ich weiß, ob mein Herz noch schlägt, sag ich dir Bescheid. Hey, Mom, du musst dir unbedingt die neue Website von Cyberjunk ansehen. Der totale Wahnsinn. Die Daten schweben in kleinen Päckchen durchs Weltall. Und wenn du dir eins einfangen kannst, gehört's dir. Hallo, Mark. Hallo, Patrick, wie geht's dir? Genießt du die Ferien? Klar. Geht dir heute schon wieder aus? Ja, aber es wird nicht sehr spät. Kein Problem. Hallo? Ach, das macht doch nichts. Was gibt's denn? Wann denn? Okay, ich komme sofort. Ein verunglücktes Großraumflugzeug, Trans-Regional. Ist heute nicht der... der sechste. Was ist denn passiert? Ein Flugzeugabsturz, keine Überlebenden. Der Direktor der Nationalen Transportsicherheitsbehörde, NTSB, hat bereits einen Ermittlungsstab aus Washington D.C. angefordert. Hey, Mom, die reden im Fernsehen über dich. Gut, ich bin in 20 Minuten da. CNN hat schon eine Live-Schaltung aus Denver. Genau das, was die Angehörigen jetzt sehen müssen. Im Büro schreien sie nach mir. Ich denke, die Bundesluftfahrtbehörde schreit nur uns von der NTSB an. Niemand wird angeschrien. Bloß das übliche Geknurre zwischen zwei Behörden, aber kein Geschrei. Es könnte eine Weile dauern. Es gibt immer noch das Telefon. Ich rufe an. Mach's gut. Patrick, du musst für ein paar Tage bei deinem Vater in Carmel wohnen. Und keine Widerrede, bitte. Nicht heute Abend. Da sind Sie ja. Don, kaum zu glauben, dass man Sie extra aus dem Bett geklingelt hat. Ich dachte, Snyder leitet die Untersuchungen. So war es geplant, aber der Kollege war unerreichbar. Ich denke, er nimmt seinen Pager sogar mit in die Badewanne. Jedenfalls antwortet er nicht und wir haben keine Zeit, auf ihn zu warten. Also werden Sie die Leitung übernehmen? Nein, Sie natürlich. Danke, Don. Keine Sorge, von mir wird niemand erfahren, dass Sie unter Flugangst leiden. Ich verlasse mich auf Sie. Ruhig, gut. In Ordnung. Danke, Chef. Ist René Brennan von der Nationalen Transportsicherheitsbehörde NTSB an der Absturzstelle bei Fort Collins eingetroffen. Bei der Suche nach der Unglücksursache wird sie eng mit der Bundesluftfahrtbehörde und dem FBI zusammenarbeiten. Bringt ihn rüber zu Sektor B. Hallo, Brennan. Eigentlich habe ich Snyder erwartet. Ich nehme an, der vergnügt sich irgendwo mit einer heißen Braut oder so. Entschuldigen Sie, dass wir Ihnen den Weg nicht freigeräumt haben. Ach, das macht nichts. Solange die Tiefladeranhänger genug Platz zum Wenden haben. Kein Problem. Eines der Triebwerke war noch fast intakt. Gepäckcontainer? Noch keine. Wir fangen auch gerade erst an, das Heck zu durchsuchen. Und wie Sie ja wissen, befindet sich dort der Laderaum.
Natürlich. Beim Aufprall sind die Container wahrscheinlich weggeschleudert worden. Wir suchen noch, aber eine halbe Meile weiter hinten schlug sie das erste Mal auf und hier ist sie dann liegen geblieben. Green! Genau ja? Wie in Seattle. Haben Sie die Absperrung nicht gesehen? Renee Brennan, NTSB. Special Agent Wallace, Antiterroreinheit. Nein, das war kein Terroranschlag. Abwarten. Eine Bombe war nicht die Ursache. Und woher wissen Sie das? Dann würde es hier anders aussehen. Die einzelnen Wrackteile wären kleiner und wegen noch weiter verstreut. Dann denken Sie, es war ein Unfall. Das sage ich doch gar nicht. Glauben Sie, es war Zufall, dass am Jahrestag der Katastrophe von Seattle ausgerechnet eine Maschine der gleichen Fluggesellschaft verunglückt? Nicht unbedingt. Aber nach dem gegenwärtigen Stand der Untersuchungen deutet vieles auf einen Unfall hin. Oder auf ein hässliches Jubiläumsgeschenk. Hallo? Ich kann Sie kaum verstehen, René. Sekunde. Ich gehe auf die Anhöhe da. Okay, wird schon besser. Ich habe Sie im Fernsehen gesehen. Wissen Sie, warum Snyder nicht erschienen ist? Er ist überfallen worden. Er ist überfallen worden? Du meine Güte, wann denn? Gestern Nachmittag beim Joggen im Park. Ist er schwer verletzt? Wie man es nimmt. Ein ausgerenkter Kiefer und ein paar Knochenbrüche. Bei den Ermittlungen müssen Sie jedenfalls auf ihn verzichten. Donald, der Empfang ist gestört. Ich habe Sie verloren, Entschuldigung. Ich bin froh, dass man Sie gerufen hat. Wer ist da? Ein Fan. Ein Fan? Wie soll ich das denn verstehen? Ich bewundere Ihre Arbeit. Sie meine auch. Sie mich auf. War das der Rest? Nein, da kommt noch ein Führer. Gepäckstücke sortiert und gezeigt. Da vorne beginnt die neue Reihe. Ich begreife das nicht. Warum ich? Ganz ruhig. Warum ruft er nicht die Presse an? Oder die Fluggesellschaft? Warum nicht? Weil Sie die Absturzursache untersuchen. Aber das konnte er doch nicht wissen. Schließlich bin ich erst im letzten Moment eingesprungen. Wir bekommen hohen Besuch. Sieht so aus. Renee Brennan, Mr. Pierce. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern. Natürlich erinnere ich mich, Miss Brennan. Immerhin hätte ich ihretwegen ja fast meine Firma dicht machen müssen. Ich nehme meine Aufgabe eben sehr ernst. Wirklich? Ich hoffe, Sie beschränken sich diesmal auf die Fakten. Und Sie sind? FBI, Special Agent Wallace, Antiterroreinheit. Na toll. Wundervolle Aussichten. Wir müssen sämtliche Möglichkeiten berücksichtigen. Ist das etwa auch Ihre Überzeugung, Miss Brandon? Wird Ihr Bericht auch diesmal wieder eine Kostprobe Ihrer blühenden Fantasie enthalten? Meine Theorie über die Unglücksursache war doch kein Hirngespinst, nur weil mir die Beweise fehlten. Wir hatten gerade erst das Vertrauen der Menschen zurückgewonnen. Und jetzt das. Wir sind alle in einer schwierigen Situation, ich weiß. Aber wenn wir uns nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen, kann es noch unangenehmer werden. Und Sie könnten ruhig etwas höflicher sein. Sie haben natürlich recht. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen. Agent Wallace, eine Frage noch. Was sagt Ihre Erfahrung? Erhält das FBI nach Flugzeug abstürzende Kenneranrufe von Spinnern? Ja, das kommt vor. Nur gelegentlich? Nein, jedes Mal. Aber dieser Anrufer war kein Spinner. Das konnte ich an seiner Stimme erkennen. Aber bloß aufgrund einer düsteren Ahnung können Sie kein Flugverbot gegen meine Flotte verhängen. Wenn jemand in einem Haus voller Leute Feueralarm schlägt, evakuieren Sie das Gebäude dann oder warten Sie lieber erstmal ab, ob es nicht vielleicht ein falscher Alarm war? Ein überzeugendes Argument, Miss Brennan. In Ordnung. Ich werde die Bundesluftfahrtbehörde zu Rate ziehen und geeignete Maßnahmen ergreifen. Entschuldigen Sie mich. Furchtbare Tragödie. Ja, Sir. Selbstverständlich gilt mein Mitgefühl vor allem denjenigen, die Angehörige verloren haben. Und ich mache mir ernsthafte Sorgen,
was die Sicherheit der amerikanischen Luftfahrt angeht. Es gibt allerhand Spekulationen und Gerede über die Absturzursache. Wir werden nicht das endgültige Untersuchungsergebnis abwarten, bevor wir zur Tat schreiten. Deswegen verdoppeln wir schon jetzt die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen und bei der Inspektion unserer Maschinen, damit sich ein solcher Unfall niemals wiederholen kann. Gleichzeitig arbeiten wir eng mit der nationalen Transportsicherheit und der Luftfahrtbehörde zusammen, während der normale Flugverkehr weitergeht. Welche Rolle spielt die Transportsicherheitsbehörde? Danke, sehr gute Frage. Leider habe ich keine Antwort darauf. Glücklicherweise dürfen wir heute Abend jedoch eine hochqualifizierte Expertin von dieser Behörde unter uns begrüßen, die Ihnen sicher gerne Frage und Antwort stehen wird. Miss Brennan, würden Sie bitte einen Moment nach vorn kommen? Darf ich vorstellen? Miss Renee Brennan von der NTSB. Miss Brennan! Gibt es schon Erkenntnisse? Warum ist kein Flugverbot gegen die Sie von dieser Entscheidung? Im Augenblick ist es wohl noch ein wenig früh, um auf Detailfragen einzugehen, aber ich will mein Bestes tun. Könnte es sich um einen Terroranschlag gehandelt haben? Das wird noch untersucht, auch wenn sich keine Gruppierung zu einem solchen Anschlag bekannt hat. Wurde deswegen das FBI eingeschaltet? So ist es. Ich kann leider im Moment keine weiteren Fragen beantworten. Entschuldigung. Tut mir sehr leid. Entschuldigung. Haben Sie was für Zimmer 471? Hier, bitte. Danke. Habe ich Sie erschreckt? Schon in Ordnung. Hatten Sie von Piers was anderes erwartet? Ja, etwas mehr Verantwortungsgefühl, aber das war ein Irrtum. Können Sie nicht einfach eine Flugsperre verhängen? Nein, wir können diesbezüglich nur Vorschläge machen. Für alles Weitere ist die Luftfahrtbehörde zuständig. Jemand müsste den Leuten dort ins Gewissen reden. Ja, da haben Sie recht. Gute Nacht. Renee? Mark! Wo kommst du denn her? Anscheinend sind wir Zimmernachbarn. Aber was machst du hier in Colorado? Oh, ich komme nur, um dir zu sagen, wie stolz ich auf dich bin. Die Luftfahrtbehörde brauchte einen Vertreter vor Ort, der die Verhandlungen mit der Airline führt. Und da ist die Wahl eben auf mich gefallen. Ach so. Du hast dich also für Piers eingesetzt? Ach, nun komm, hör auf. Das ist unfair. Du weißt doch, in welcher Zwickmühle meine Behörde steckt. Wir sind für den Schutz der Fluggäste verantwortlich, aber wir nehmen natürlich auch auf die Interessen der Airlines Rücksicht. Das kann ein riskanter Balanceakt sein. Ja, eigentlich kann man es niemandem recht machen. Also hast du das Nebenzimmer genommen, weil du dachtest, ich bin wütend auf dich? Bist du es nicht? Ach, Unsinn. Nein, nein, ich bin heute Abend viel zu müde, um mich aufzuregen. Hey, komm hier. Am liebsten würde ich wieder Trümmerteile sortieren. Im Ernst, hin und wieder fühle ich mich einfach überfordert. Vor allem der Kontakt mit den Hinterbliebenen, das ist das Allerschwerste. Hör zu. Ich lasse dich jetzt zur Ruhe kommen. Noch nicht. Das sind ja Pfeilspuren. Jetzt wird mir auch klar, wie er vorgegangen ist. René? Das ist Agent Wallace, FBI. Mark Ettinger von der Luftfahrtbehörde. Sehr willkommen an Bord.
Es genügt, ein bestimmtes Ventil anzufallen. Und zwar das Ventil für die Seitenruderansteuerung. Ihr Bericht handelt von dieser Art von Ventilen. Ja, haben Sie ihn gelesen? Reden wir über das Unglück vor einem Jahr? Ja, nachdem Pierce ihn gestern erwähnte, habe ich ein Exemplar davon angefordert. Irgendwelche Erkenntnisse? Es gibt 4 mögliche Ursachen für einen Ausfall der Seitenruderansteuerung. 5, wenn Sie den Piloten mitzählen. Materialermüdung war einer der Punkte. Ja, richtig. Aber zum Schluss hat man sich doch auf einen Pilotenfehler als Unglücksursache geeinigt, nicht wahr? Weil unsere Beweise nicht ausreichen und das hat sich geändert. Diese Airline sollte angewiesen werden, den Flugverkehr sofort einzustellen. Ich brauche Listen von beiden Flügen. Besatzung, Fluggäste, Bodenpersonal. Was suchen Sie genau? Ein Ziel? Oder ein Motiv? Hör zu. Wenn du anfängst, denen in die Hände zu spielen, dann hast du dich von der Leitung dieser Untersuchung schon verabschiedet. Alter, großer Gott. Ja, wird erledigt. Wallace? Hallo? TRA fliegt immer noch. Wieso sagen Sie nicht, was Sie wollen? Das müssten Sie doch am besten wissen, Renee. Was ist an mir so Besonderes? Noch nicht dahinter gekommen? Nein. Warten Sie ab. Meine Damen und Herren, hier spricht Captain Rock. Wir fliegen auf eine Gewitterfront zu und aus diesem Grund möchte ich Sie bitten, die Sicherheitsgurte anzulegen. Du meine Güte. Er ist im Flugzeug. Hey, beeilt euch, Leute. Achtung. Trent Regional Flug 795 ist nun am Flugsteig 28 zum Einsteigen bereit. Müssen wir noch Getränke anfordern? Nein, nicht nötig. Lass deinen Bruder in Ruhe.
Mom. Patrick, was tust du denn hier? Dad musste dringend zur Buchmesse nach San Francisco. War ziemlich kurzfristig. Hat er nicht angerufen? Nein. Ich dachte, du brauchst vielleicht moralische Unterstützung oder so. Deswegen komme ich her. War wohl ein Irrtum. Nein, aber durchaus nicht. Ich freue mich, dich zu sehen. Ehrlich. Na komm. Das Ticket wurde mit Ihrer Kreditkarte bezahlt. Genau wie der Anruf aus dem Flugzeug. Dass die fehlt, ist mir gar nicht aufgefallen. Patrick, das ist aber eine Überraschung. Es hat sich so ergeben. Ja. Würdet ihr mich bitte entschuldigen? Wohin gehst du? Die Totenmeere. Natürlich. So sei es sehr Ich weiß, wer Sie sind. Ich habe Sie im Fernsehen gesehen. Das sind mein Mann und meine beiden Söhne. Sehen Sie das Bild? Sie waren das Wichtigste, was ich hatte, und ihretwegen habe ich sie verloren. Meine Mutter hat nicht das Geringste mit ihrem Verlust zu tun, okay? Oh, das ist also Ihr Sohn. Sie haben noch eine Familie. Schön für Sie. Wieso haben Sie uns nicht von der Gefahr gewarnt? Sie hätten diesen Absturz doch verhindern müssen. Es tut mir leid. Es tut mir furchtbar leid. Dafür ist es aber jetzt zu spät. Auf Ihr Mitgefühl kann ich verzichten. Ich weiß, wie Ihnen jetzt zumute ist. Ich kenne das. Das sagen Sie doch nur so. Woher denn? Komm, Mom, ich glaube, wir sollten jetzt gehen. Komm. Oh, entschuldigen Sie. Der Absturz war nicht deine Schuld, Mom. Ich hätte mich von Anfang an stärker für ein Flugverbot einsetzen müssen. Du hast nur deine Arbeit getan. Nein, meine Aufgabe wäre es gewesen, in Seattle konsequent für meine Überzeugung einzutreten. Du hast damals dein Bestes getan. Das glaube ich nicht, nein. Es ging darum, eine schnelle Lösung zu finden, die bequem für alle ist. Pilotenfehler. Oder ist das etwa nicht eure goldene Regel? Na komm, lass uns fahren. Gelernt auf einem Formel-1-Wagen? Mit der Lenkung ist was nicht in Ordnung. Ach du meine Güte. Patrick! Ich kann nicht bremsen. Er ist ferngesteuert. Verletzt? Nein. Alles in Ordnung? Patrick? Nein, mir fehlt nichts. Was ist denn passiert? Komm her, alles okay. Ach, geht schon wieder. Es tut mir leid, Schatz. Patrick, ist wirklich alles in Ordnung? Was haben Sie denn gefunden? Wir müssen den Verkehr umleiten. Ein Unfall kann es also nicht gewesen sein. An der Lenkung ist manipuliert worden. Und damit hat er wahrscheinlich die ganze Elektronik durcheinander gebracht. Es war 15 Sekunden programmiert. Ich glaube, er spielt mit mir. Das heißt, ab sofort erhalten Sie Personenschutz. Und bis wann soll das gehen? Bis wir ihn erwischt haben. Wir sollen gleich zum Hafen rauskommen. Wieso zum Hafen? Wollten Sie mir nicht erzählen. Sie haben bloß gesagt, das müssten wir uns mit eigenen Augen ansehen. Mark? Das dumme Gerede von vorhin tut mir leid. Schon vergessen. Ich muss mit dir reden. Ich glaube, das gab Sympathiepunkte. Aufgepasst, Leute. Schön langsam. Okay. Da runter damit. Und so, noch ein Stück weiter nach links. Ja, so, okay.
Das haben wir vor etwa einer Stunde aus dem Wasser gezogen. Was ist das? Ein Seitenruderansteuerungsventil. Sie raten nie, wo es herstammt. Was macht das Flugzeug aus Seattle denn hier in Oakland? Trans Regional hat die Rekonstruktionsarbeiten mit Absicht hierher verlegt. Der Hangar wird seit einer Ewigkeit nicht mehr benutzt. Er hat es einfach mitgehen lassen? Das kann nicht sehr schwer gewesen sein. Nachdem der Abschlussbericht vorlag, wurde die Halle auch nicht besser bewacht als ein ganz gewöhnliches Lagerhaus. Ich find's unheimlich. Ein halbes Jahr habe ich hier mit dem Zusammenbauen verbracht. Es ist jedes Mal das gleiche Gefühl, wenn ich hier bin. Da wären wir. Von hier hat er es weggenommen. Roger. Transregional 331 steigt auf Flugfläche 35.000. Verlassen Steuerkurs 290. Seattle, Roger. Hey, was war das? Ganz ruhig. Ich habe hier ein Problem. Seitenruderalarm. Da tut sich überhaupt nichts. Umschalten auf Handsteuerung. Funktioniert auch nicht. Kommen Sie, tun Sie doch was. Hochziehen, hochziehen. Wir schaffen es nicht. Versuchen Sie es. Oh Gott, nein. Er will, dass wir noch mal über das Unglück von Seattle nachdenken. Da liegt die Lösung. Diese Verbindung führt uns vielleicht zu dem Täter. Und was wird bis dahin aus meinem Unternehmen? Die Sperre dauert nun schon eine Woche. Wann dürfen meine Flugzeuge endlich wieder starten? Wenn Sie so großen Wert darauf legen, dass noch weitere Abstürze folgen? Wir brauchen vielleicht nur strengere Sicherheitsvorkehrungen. Und so wollt ihr ihn zum Aufgeben zwingen? Denken wir mal an Lockerbie. Wurde über Pan Am damals ein allgemeines Flugverbot verhängt? Oder bei TWA Flug 800? Donald, erklären Sie es ihm bitte. Ich verstehe natürlich Ihre Bedenken, René, aber seinen Standpunkt kann ich auch nachvollziehen. Schließlich dürfen wir auch das Allgemeinwohl nicht aus den Augen verlieren. Sie müssen auch bedenken, dass Tausende meiner Mitarbeiter bereits schwere finanzielle Einbußen wegen der Sperre hinnehmen mussten. Retten wir hier nun Menschenleben oder Arbeitsplätze? Ich würde es begrüßen, wenn wir beides versuchten. Ein Fax. Danke. Eine Titelseite mit dem Foto eines Flugzeugabsturzes. Von dieser Woche? Nein. Sie stammt von einer 30 Jahre alten Illustrierten. Das ist von ihm. Seine Faxnummer steht drauf. Es kommt direkt aus dieser Stadt. Sie warten hier! FBI, niemand rührt sich vom Fleck! Hey! Bleiben Sie schön auf Ihrem Platz. Keine falsche Bewegung. Geben Sie die Hände hoch, Freund. Okay. Das Foto. Keine Panik. Wo ist der Mann, der diesen Rechner benutzt hat? Er ist in der Toilette, glaube ich. Los, los, Tempo! Zum Flughafen. Ja, gern. Er ist weg. Was ist das? Was hat es mit diesem Absturz auf sich? Es war in der Nähe von Madison, Wisconsin. Es geschah bei einem Eissturm. Und wo ist der Zusammenhang? Dort. Das Mädchen? Das bin ich. Renee, hab mir fast gedacht, dass ich dich hier finde. Ja. Alles in Ordnung? Nein. Er hat bei mir alte Wunden aufgerissen, weißt du?
Warum hast du mir nie was davon erzählt? Ich habe seit langem mit niemandem über diese alte Geschichte gesprochen. Die ersten 8 Jahre meines Lebens hatte ich eine ganz normale Kindheit mit einer ganz normalen, glücklichen Familie. Eine Mami, ein Daddy, ein kleines Brüderchen. Es hat mir an nichts gefehlt. Und in der nächsten Sekunde waren sie fort. Nur ich war noch da. Ganz allein. Ich habe viele Jahre danach noch gedacht, dass alles nur meine Schuld war. Und dass ich so bestraft wurde. Ja, aber jetzt hast du doch die ganze... Ja, natürlich. Inzwischen bin ich schon lange darüber hinweg. Na komm. Das erklärt natürlich so manches. Wieso denn? Wie ist das gemeint? Ich meine deine Sturheit im Beruf, in privaten Dingen. Ich glaube, ich verstehe jetzt sogar, wieso es dir so unglaublich schwerfällt, Menschen, die dich lieben, an dich ranzulassen. Na komm, gehen wir zurück ins Hotel. Geh lieber ohne mich, Mark. Renee. Ich will noch etwas hierbleiben. Renee, ich bitte dich. Wie lange sind Sie schon da? Noch nicht lange. Ich habe versucht, mich bemerkbar zu machen, aber Sie sind ja kaum aufgetaucht. Ach, Schwimmen hilft mir, den Kopf wieder frei zu kriegen. Und? Ich habe über unseren Freund nachgedacht. Er hatte es von Anfang an auf mich abgesehen. Und es gibt auch eine ganz einfache Erklärung, warum er schon vorher gewusst hat, dass ich die Ermittlungen leiten würde. Aber ich denke, Sie wären im letzten Moment eingesprungen. Das ist es ja. Er wollte persönlich dafür sorgen, dass ich eingesetzt werde. Und deswegen hat er etwas nachgeholfen. Der Überfall auf Ihren Kollegen, ich verstehe. Wirklich rührend, wie er sich um Ihre Karriere kümmert. Ich war nun mal die nächste Kandidatin. Warum sind Sie für den Kerl so wichtig? Keine Ahnung, wieso. Das wüsste ich auch gern, ehrlich. Aber wenn er Snyder überfallen hat, ist er möglicherweise gesehen worden. Wir müssen der Spur nachgehen. So schnell wie möglich. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich bin sicher, Pierce wird unheimlich Druck machen, damit das Flugverbot aufgehoben wird. Hat Mark es Ihnen nicht erzählt? Was? Der Flugverkehr wird morgen wieder aufgenommen. Wieso hast du mir verschwiegen, dass die Flugsperre gegen Pierce aufgehoben wird? Hast du gedacht, ich merke das nicht? Du schienst sehr bedrückt und ich wollte nicht, dass du dich auch noch darüber aufregst. Selbstverständlich hätte ich mich darüber aufgeregt. Aber ich will angehört werden, bevor so eine wichtige Entscheidung getroffen wird. Du wurdest angehört. Die Luftfahrtbehörde hat das letzte Wort, Renee, nicht du. Dein Standpunkt ist bekannt und er wurde auch sorgfältig in Erwägung gezogen. Und dann einfach zur Seite gelegt, genau wie in Seattle. Renee. Hör zu, wir wünschen uns alle eine vollkommene Welt, eine Welt ganz ohne Verbrechen oder Naturkatastrophen. Aber mit diesen Dingen müssen wir uns abfinden. Wir können uns unsere Welt nun leider nicht aussuchen. Das scheint mir auch so. Was soll das jetzt? Du hattest recht neulich in Denver. Hin und wieder brauche ich einfach meine Ruhe. Ach, hör mir doch bitte zu. Ich denke, ich sollte mich jetzt voll auf ihn konzentrieren, den Täter. Hör auf, mir mit der Kamera nachzuschleichen. Ich werde ja ganz verlegen. Macht doch Spaß. Von wegen. Ich mache die Wäsche toller Spaß. Ich will ein Andenken. Ein Andenken an die Wäsche? Warum denn nicht? Oh, das ist ja unglaublich. Lässt du deine Kamera mitlaufen? Ich werde ja ganz verlegen. Macht doch Spaß. Von wegen. Ich mache die Wäsche toller Spaß. Du nur einmal. Güte. Ist das überhaupt wasserfest? Natürlich nicht. Hörst du mal auf, jetzt habe ich aber genug. Hör auf, mir mit der Kamera nachzuschleichen. Ja, wie sieht's aus? Ich kann ganz verlegen. Mach doch Spaß. Du fühlst mir so, Liebling. Ich will ein Andenken. Ein Andenken an die Wäsche? Hörst du mal auf, jetzt habe ich aber genug. Thank you.
Michael? Michael? Was machst du da? Hallo, Taxi! Mom? Meinst du nicht, du solltest deine Tür lieber abschließen? Du hast recht. Geht's dir gut? Nicht besonders. Es ist hier im Moment zu gefährlich für dich, aber ich kann deinen Vater nicht erreichen. Es wird wohl noch ein paar Tage dauern, bis wir wieder nach Hause können. Ist doch klar. Ich würde mir furchtbar Sorgen machen, wenn ich nicht bei dir wäre. Das ist lieb von dir. Gute Nacht, Mom. Gute Nacht. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ja, Bundesluftfahrtbehörde, Mark Ettinger hier. Sie haben mich vor einer Minute auf meinem Pager angerufen. Ja, einen Moment bitte. Mr. Ettinger? Hallo. Was für ein Glück, dass wir Sie noch erwischt haben. Ich bin Elvis Santi, Chefreferent von Senator Dan Freeman in Tennessee. Oh, hallo. Ja, was kann ich für Sie tun? Es gibt eine öffentliche Anhörung im Senat über Sicherheitsfragen im Flugverkehr. Und bevor der Senator in Washington vor die Kameras tritt, brauchen wir einen Fachmann wie Sie, der ihn erstmal auf den allerneuesten Stand bringt. Ah, verstehe. Selbstverständlich, es wäre mir eine Ehre. Und wann brauchen Sie mich? Die Anhörung fängt morgen an, also hätten wir Sie natürlich gern so schnell wie möglich hier. Oh, ich weiß nicht, ob das... Das kommt jetzt natürlich alles sehr kurzfristig für Sie. Dann frage ich eben jemand anders. Nein, nicht nötig. Okay, ich kann das bestimmt einrichten. Gut, Mr. Edinger. Es wäre toll, wenn Sie versuchen würden, die Maschine um 9.30 Uhr zu erwischen. Am Flughafen liegt ein Ticket für Sie. In Ordnung. Wieso nicht? Gut. Sie können es am Schalter von Trans Regional abholen. Trans Regional? Das stört Sie doch nicht, oder? Die haben jede Menge freie Plätze. Natürlich. Gut, einverstanden. Wer ist dran? Mark. Notier die Nummer, ich rufe später zurück. Sie kann im Moment nicht. Sag ihr, ich rufe sie an, sobald ich in Washington lande. Klar. Geht es ihr gut, Patrick? Ja, es geht ihr gut. Pass auf sie auf, hörst du. Und wenn ihr wieder zurück seid, gehen wir alle drei essen. Nichts dagegen, ja. Okay, bis dann. Bis bald, Patrick. Ach und Patrick, sag deiner Mom, dass... Hast du die Nummer von Mark? Nein, er ruft an, sobald er in Washington ist. Washington, D.C.? Ja. Hat er sonst irgendwas gesagt? Nein. Wo war er denn? Hat sich irgendwie nach Flughafen angehört. Darf ich Ihren Mantel nehmen? Ja, danke. Möchten Sie etwas trinken, nachdem wir gestartet sind? Kaffee, schwarz. Sehr gern. Ihr Kaffee, Sir. Danke. Moment.
Sie irgendeine Chance, dass er einen anderen Flug genommen hat? Nein. Oh Gott. Er ist am Abfertigungsschalter gewesen und stand auf der Passagierliste. Weiß denn kein Mensch, warum er nach Washington geflogen ist? Ich dachte, Sie müssten das wissen. Er hat vom Flughafen aus angerufen, aber ich ging nicht ans Telefon. Ich kann das nicht. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ich glaube, ich verliere noch den Verstand. Sie trifft aber doch keine Schuld, Wendy. Ach nein. Da steckt dieser Verrückte dahinter. Letzten Endes gilt mir das. Können Sie das nicht verstehen? Ich weiß nicht für wie lange, aber das Flugverbot ist wieder in Kraft. Wie wäre es, wenn Sie sich für ein paar Tage freinehmen? Nein, 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 nein. Ich brauche länger als nur ein paar Tage frei. Danke. Danke, Sir. Ich habe es gerade erfahren, die Sache mit Mark. Glauben Sie mir, es tut mir aufrichtig leid. Ich höre, Sie wollen aus dem Fall aussteigen. Ich habe die Nase voll von diesem Spielchen. Die Partie ist noch nicht zu Ende. Von mir aus kann er gewinnen. Ich lege keinen Wert auf die nächste Runde. Also zurück nach Washington? Mein Sohn und ich wollen erstmal nach Hause. Alles Weitere wird sich finden. Wir haben einen Hinweis auf den Kerl, der Ihren Kollegen überfallen hat. Ich komme vielleicht schon bald nach. Zum Babysitten? Wenn Sie so wollen. Also schön. Schaffst du die Koffer? Ja. Danke. Wir bleiben in Verbindung. Man kann ja nie wissen. Ich komme schon zurecht. Ich weiß. Aber rufen Sie mich trotzdem an. Also gut. Ihr bleibt hier stehen, wenn euch irgendwas Verdächtiges auffällt. Will ich sofort verständigt werden. Die Tür abgeschlossen. Tod. Patrick. Patrick! Mach die Tür auf, Mom. Patrick! Patrick! Warte, ich rufe Hilfe! Was ist denn los? Wo ist es jetzt? Suchen Sie zufällig das Telefon? Tick, tack, tick, tack. Die Zeit läuft Ihnen davon. Wir sollten uns unterhalten. Seien Sie keine Spielverderberin.
Es geht nicht ohne sie. Macht, dass ihr herkommt! Lassen Sie mich in Frieden. Bestimmt werden Sie aufgeschlossener, wenn ich Patrick runterhole. Wehe, wenn Sie dem Jungen was antun! Renee! Renee! Nach hinten! Ja! Vorsicht und weg von der Tür! Er ist nach oben zu Patrick gerannt. Warten Sie! Bleiben Sie unten! Was ist? Er ist weg. Oh Gott, er hat Patrick mitgenommen. Oh Gott, nein! Mom! Patrick! Patrick! Oh Gott sei Mom. Dank, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Die Tür war abgeschlossen, da bin ich aus dem Fenster geklettert. Was war los? Das war dieser Mann. Er ist weg. Da. Alles okay. Wenn er nicht will, dass ich aus seinem verrückten Spiel aussteige, dann soll er auch nicht gewinnen. Wir haben das Bodenpersonal überprüft. Sind das die besten Zeichnungen? Wir haben leider kein Glück. Snyder wurde von hinten überfallen. Die ist von dem Zeugen, der am nächsten dran war. Könnte jeder sein. Ist dir was aufgefallen? Da sind hunderte von Fotos. Zum Verrücktwerden. Fangen wir an. Opfer, ihre Familien, Menschen, die ihnen nahe standen. Wir wissen nicht, wonach wir suchen. Das sind die Bilder aus Oakland. Das war bei der Trauerfeier. Könnte ich noch ein paar mehr Fotos von der Trauerfeier am Hafen sehen? Nochmal die Phantomzeichnung. Sehen Sie mal, das ist der Mann. Ja, ich bin sogar noch mit ihm zusammengestoßen, als ich ging. Könnte man die Maskierung vielleicht entfernen? Ich hol mal die Zeichnerin. Könnte man diesen Schnurrbart wieder entfernen? Ich mach die Wäsche. Toller Spaß. Ich will ein Andenken. Die Farbe der Haare? Kein Unterschied, aber hier wirkt es irgendwie dünner. Können wir das korrigieren? Mhm. Ich hätte es wissen müssen. Und jetzt ohne die Sonnenbrille. Oh, komm endlich rein. Was hast du denn gedacht? Ist das überhaupt wasserdicht? Natürlich nicht. Na, großartig. Hey. Ich habe das Gesicht doch gerade vorhin erst gesehen. Sobald das Sachverständigengutachten vorliegt. Seht ihr? Das ist der. Mein Gott, wir haben ihn. Das hast du gut beobachtet. Wer ist das? Die Opfer von Seattle. Karen Ives. Seine Frau, sie hat damals die Unglücksmaschine geflogen. Michael Ives, den hatten wir längst überprüft. Sucht mir die Anschrift raus! Sofort! Aufstand, Männer! Los, was los? Tempo! Zwei Mann um den Keller! Sie können reinfahren. Einmal nach oben! Hier ist keiner! Hier auf mich! Keller gesichert! Obergeschoss ist frei! Unfallbericht. TRA. So hat er sich Zutritt verschafft. René?
Durchsuch den Kleiderschrank. Geht klar. Was gibt's denn? Seine Arbeitsvorlage. In dem Bericht sind alle möglichen Ursachen für den Absturz von Seattle aufgeführt. Und er will nach und nach überprüfen, ob sie auch funktionieren. Er hat bisher aber nur 3 von den insgesamt 4 möglichen nachgestellt, die Sie aufgelistet haben. Was bedeuten würde, dass noch ein letzter Beweis von ihm aussteht. Wallace? Was? Ist gut. Der Flugverkehr wird wieder aufgenommen. Ich will persönlich dafür einstehen, dass man nirgendwo auf der ganzen Welt Verkehrsflugzeuge finden wird, die noch gründlicher inspiziert wurden als die unserer Airline. Indem unsere Jets wieder starten, stellen wir unter Beweis, dass weder das Unternehmen, das ich führe, noch diese stolze Nation, der wir alle angehören, es dulden wird, dass unsere persönliche Freiheit von einem Wirrkopf bedroht wird. Also ich verstehe das nicht. Pierce hat die Luftfahrtbehörde so lange bedrängt, bis sie ihm schließlich eine eingeschränkte Zulassung gewährt haben. Aber Ives ist noch nicht gefasst und er führt garantiert etwas im Schilde. Sie können nicht genehmigen, dass Pierce wieder fliegt. Wie gesagt, es handelt sich um einen eingeschränkten Flugplan. Er darf nur die großen Hauptstrecken bedienen. Was soll das bezwecken? Momentan steigt sowieso niemand in seine Flugzeuge. Wenn Pierce Tickets zu Dumpingpreisen anbietet, kommen die Leute wieder. Wie sehen die neuen Sicherheitsvorkehrungen aus? Jeder Flieger wird genau unter die Lupe genommen. Von der Fluggesellschaft? Nein, von Leuten der Luftfahrtbehörde. In Ordnung? Ja, ja, sieht gut aus. Alles in Ordnung da oben? Alles wunderbar. Flug 233 ist am Flugsteig 25 zum Einsteigen bereit. Nicht so hastig, Freundchen! Ihm gehört die Tasche da! Loslassen! So, Freundchen, und jetzt schön mitkommen. René, das ist Tom Mason, der Chef der Flughafenpolizei. Herrgott, na los, raus mit der Sprache! Wo hast du die Tasche her? Die habe ich gefunden. Diese Tasche haben wir gefunden. Und das ist der Tatverdächtige. Na klar, also schön. Das Ganze noch der mal. Der ist es nicht. Ich weiß nicht, wovon Nein. Wir sprechen. Aber der hier. Haben Sie den Mann gekannt? Nein, unsere Inspekteure kommen ja aus allen Himmelsrichtungen. Aber seine Referenzen waren völlig in Ordnung. War er mit einem ganz bestimmten Flugzeug beschäftigt? Ja, vor allem mit der Maschine aus Miami. Ist sie schon gestartet? Ja. Wann denn? Vor etwa 5 oder 10 Minuten. Anna, auf mit dem Scheiß! Hey, bist du noch ganz dicht? Entschuldigen Sie, Ella. Ach, das stört uns überhaupt nicht. Wir haben selber 2 Enkel. Was wollen Sie denen sagen? Es muss die Seitenruderansteuerung sein. In Colorado war es das Metall, in Oakland war es kontaminierte Hydraulikflüssigkeit. Und der Absturz von Marks Maschine ist durch falsche Warnsignale verursacht worden. Was kann es heute sein? Ich tippe auf eine Störung in der Elektronik. Das ist Dawson, einer unserer Fluglots. Wir haben Sie schon erwartet, Miss Brennan. Kommen Sie bitte. Er hat eine Rollbahn angefordert. 616, hier ist Renee Brennan von der NTSB. Wir haben Grund zu der Annahme, dass an Ihrem Flugzeug Sabotage verübt. Es besteht akute Gefahr, dass Ihre Ansteuerungsautomatik ausfällt. Habe verstanden, Atlanta. Welche Gegenmaßnahmen schlagen Sie vor? Ausschalten des Seitenstabilisators. Ignorieren Sie alle Störmeldungen und fliegen Sie Steuerkurs 270. Wiederholen Sie das, Atlanta. Kommen Sie, wollen Sie mir erzählen, Sie haben vergessen, wie man ein Flugzeug fliegt, wenn im Cockpit die Computer ausfallen? Wie ist das möglich? Folgen Sie bitte meiner Anweisung, sonst gibt es ein Unglück. Hören Sie jetzt bitte, es ist doch nur eine Maschine. Und wenn Sie glauben, was die Maschine Ihnen sagt, dann gibt es eine Katastrophe. Schalten Sie die Bordsysteme aus und fliegen Sie die Kiste. Verfluchte! Schalten Sie das mal ab. Steuerung von Hand. Keine Ahnung.
Jetzt nur keine Panik. Ziehen Sie die Maschine wieder hoch. Wir probieren's. Volle Leistung. Langsam abfahren. Komm schon, Baby. Na komm. 616, bitte melden Sie sich. Verstanden, Achteinsburg. 616, bitte melden. 616, bestätige. Wieder auf Kurs. Das hätte aber ziemlich ins Auge gehen können, Leute. Geschafft. Hat nicht viel gefehlt. Das war echt super. Tolle Leistung. Wundervoll. Er hat das Schaltpult also manipuliert. Wundervoll. Das war hervorragende Arbeit vorhin. Ich habe gezittert wie verrückt. Kein Mensch hat das gemerkt. Ja, aber Sie schon. Scharfe Beobachtungsgabe bringt der Job mit sich. Und Menschenkenntnis auch? Was meinen Sie? Er wird noch einen weiteren Versuch unternehmen. Wir müssen ihn finden. Er könnte überall sein. Oder er hält sich noch in der Nähe auf. Wie neulich in Oakland. Ich benachrichtige sofort die Flughafenpolizei. Na, endlich ein Erfolgserlebnis. Solange der Kerl noch frei rumläuft, sehe ich keinen Anlass zum Optimismus. Renee Brennan? Sie haben heute allen Grund, stolz auf sich zu sein. Ich war beeindruckt, wirklich. Ich fürchte, Ihre Leistung kann ich nicht würdigen. Das war eine gründlich misslungene Vorstellung, finden Sie nicht? Ives? Was kann ich sagen? Ja, ich würde sagen, dass man vieles. Wallace! Verstärkung, schnell! Hallo, hier Hutchings. Ich brauche die Flughafenpolizei. Los, aufstehen! Wo bringen Sie mich hin? Lass mich los! Was wollen Sie eigentlich? Ich will mich nur mit Ihnen unterhalten. Wieso haben Sie das getan? Das wissen Sie genau. Nein. Der Unfallbericht. Sie hatten ja so recht. Inwiefern? Sie haben geschrieben, dass es wieder passieren kann. Aber die haben ihre Warnung in den Wind geschlagen. Stattdessen haben sie alles der Pilotin angelassen. Meiner Frau. Zuerst bringen sie sie um und dann beschmutzen sie ihren Namen. Das hat mich im Innersten getroffen. Sie haben Menschen auf dem Gewissen. Es gab keinen anderen Weg, den Leuten die Augen zu öffnen. Wenn nicht mal Sie ernst genommen werden, warum sollte dann jemand auf mich hören, ha? Verstehen Sie das denn nicht? Ich habe das alles ihretwegen getan. Ihr Unfallbericht hat mich erst auf die Idee gebracht. Was aus mir wird, ist mir inzwischen egal. Aber von Ihnen will ich, dass Sie hingehen und Karen rehabilitieren. Haben Sie verstanden? Sie glauben doch nicht, Karen hätte gewollt, dass sie auf diese billige, feige Tour verteidigt wird. Sie war eine Feige.
Anstatt ihren Unfallbericht zu verteidigen, haben sie sich benutzen lassen. Wollten Sie nie wissen, wer dafür gesorgt hat, dass in der Schublade verschwunden ist? Mark natürlich. Wer hätte wohl sonst die Möglichkeit, bei der Luftfahrtbehörde Karriere zu machen, indem er sie immer schön in Schach hält, ha? Das ist doch gelogen. Das wissen Sie doch am besten. Nein. Nein. Doch, natürlich, das wissen Sie verdammt genau. Verdammt, Sie das wissen. René! Er hat mir aufgelauert. Ich bringe sie raus. Kommst du jetzt nicht was soll das weg da? Warten Sie hier! Was war denn hier los? Da ist Ives! Unmöglich noch entwischen. Ich glaube, das will er gar nicht. Stopp! Anhalten! Dass man über einen tödlichen Unfall auch erleichtert sein kann, hätte ich nie gedacht. Seine Leiche war bis zur Unkenntlichkeit verkohlt. Unser Dienstflugzeug ist jetzt auch hinüber. Ich wette, er hat gewusst, wie sehr ich große Jets hasse. Sagen wir einfach, das war sein Abschiedsgeschenk. Nein, das war nur sein Abgang. Seine Bemerkung über Mark hat viel mehr wehgetan. Auch angenommen, es treffe wirklich zu, dass Mark beruflich gegen Sie intrigiert hat, dürfen Sie ihn nicht als Verräter in Erinnerung behalten. Es ist verrückt. Ich frage mich, ob all das hätte geschehen müssen, wenn er ehrlich zu mir gewesen wäre. Es hat keinen Zweck, sich diese Frage zu stellen, Renee, weil Sie nie eine Antwort darauf finden werden. Er hat gelogen. Er hat bloß niemals zugegeben, dass ihm seine Laufbahn wichtiger war als Sie. Vermutlich galt das ja umgekehrt auch. Sie machten Ihre Arbeit und er machte seine. Nur haben Sie nie richtig wahrhaben wollen, dass Sie auf gegnerischen Seiten kämpften. Und dieser Kampf hat viele Menschen das Leben gekostet. Kommen Sie. Sonst verpassen wir unseren Flug. Die Luftfahrzeuge werden nicht mehr gebraucht. Ja, die können einrücken. Ich habe mit Sharon getauscht. Das Übernehmer für nächste Woche meine Schiffe. Wir werden wohl nie erfahren, welche Beweggründe dieser Mensch hatte. Aber dank der vereinten Bemühungen des FBI unter Leitung von Agent Wallace, der Nationalen Transportsicherheitsbehörde mit Renee Brennan und meiner eigenen Mitarbeiter hier beim Krisenstab der Trans-Regional Airlines ist der Flugverkehr in Amerika TRA-Flug 227. Propagandamaschine läuft auf vollen Touren. Ja, das wollen die Leute doch hören. Wann fliegen Sie wieder zurück? Ich muss hier erst noch ein paar Formalitäten erledigen. Na dann. War es Ihr Wunsch, TRL zu fliegen? Nicht unbedingt, aber ich komme schon zurecht. Was sollte auch schiefgehen? Keine Fluggesellschaft ist so scharf kontrolliert worden. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich Ihnen auch. Wir müssen los, Mark. Ja, Wiedersehen. Oh, Miss Brennan, einen Augenblick noch. Kommen Sie bitte. Wir suchen Sie schon. Die Presse wollte noch unbedingt mit Ihnen reden. Ja, und deshalb habe ich mich auch zurückgezogen. Und ich wollte Ihnen natürlich noch danken für alles, was Sie für uns getan haben. Das ist eine ziemlich überflüssige Geste. Entschuldigen Sie mich. Nein, warten Sie. Ich kann Ihre Gefühle verstehen, aber unter den gegebenen Wenn Umständen... Wenn Sie nur einen Funken Verantwortungsgefühl hätten, hätten Sie den Flugbetrieb in den vergangenen Wochen freiwillig eingestellt. Dann wären viele Menschen heute noch unter uns. Dieser Verlust kann nie wieder gut gemacht werden. Und genauso wenig können Sie das Leid der Hinterbliebenen lindern. Also, dann darf ich vorschlagen, Sie halten Ihre Ansprache. Und vergessen Sie nicht, den Leuten mitzuteilen, dass es Ihre Entscheidung war, weiterzufliegen. Machen Sie den Familien klar, dass Sie es waren, der Ihre Eltern und Kinder fahrlässig in den Tod geschickt hat.
Wer weiß, vielleicht werden die ihm noch mal verzeihen. Doch das eine kann ich Ihnen sagen. Ich werde Ihnen das nie verzeihen können. Lass uns gehen. Gut gemacht, René. Mr. Pierce, in eine Frage auf den Aufenthalt. Ich verstehe die Verbitterung. Ich glaube, wir alle können das nachempfinden. Aber gestatten Sie eine Anmerkung über diese bewundernswerte Frau. Danke. Dankeschön. Okay, das hier ist Brennan, B1 und 2. Einen guten Flug. Haben Sie Pierce wohl gesagt? Oh ja. Na, also wusste ich's doch. Alles klar, Patrick? Was ist denn hier los? Gut, dass Sie da sind, Agent Wallace. Es gibt vielleicht Arbeit für Sie. Wo ist er? Was ist passiert? Da drüben, Sir. Tötung durch aufgesetzten Genickschuss. Hört sich schwer nach Mafia an. Nein, unwahrscheinlich. Es war ein Pilot. Von welcher Airline? Grants Regional. Verzeihung. Wird sicher halb so schlimm. FBI, ich muss sofort an Bord. Die Tür ist aber schon geschlossen. Dann sollen Sie wieder aufmachen. Was soll das bedeuten? FBI, der Flug wird aufgehalten. Wieso denn aufgehalten? Dauert nur ein paar Minuten. Verstehst du das? Renny. Was ist denn, Wallace? Ich muss das Cockpit überprüfen. Wieso? Es besteht die Möglichkeit, dass dem Piloten was passiert ist. Das kann nicht sein. Ich war ja gerade erst bei ihm. Schon mal mit ihm geflogen? Schon oft sogar. Wir haben für diesen Flug eine sehr gute Besatzung. Schön, das zu hören. Und falls Sie auch das nicht beruhigt, es ist eben noch ein Ersatzpilot zugestiegen. Ein Ersatzpilot? Ja, er fliegt mit uns zurück nach Washington. Aber Sie kannten diesen Piloten vorher nicht. Wieso? Nein, aber das wird schon in Ordnung sein. Könnten Sie da mal aufschließen? Ja. Die Passagiere müssen von dort. Nicht während der Fahrt! Ja, ich hab ihn, genau da. Was ist das denn für ein Komiker? Trans Regional 227, Sie haben noch keine Rollerlaubnis. Sofort anhalten. Lieber Gott, nein, sehen Sie das? Es kommt direkt auf uns zu! Wir müssen die Tür schließen! Helfen Sie mir! Oh Gott, die Tür ist noch offen! Ich komm nicht dran, helfen Sie! Schieße sich die Tür! Ich hab sie! Friends Regional 227, Sie haben noch keine Starterlaubnis. Sofort abbrechen. 227, bitte melden. Nein, 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 Vorsicht! Wenn die Kugel durch den Flugzeug geht. Sehr viel schlimmer kann die Lage nicht werden. Ach. Hört sofort damit auf oder wir stürzen gleich ab! Warten Sie, wir helfen Ihnen. Ich stütze Sie. Nein, nein. Es geht schon. Setzen Sie mir sich. Nichts, es geht schon wieder. Du bist ja verletzt. Patrick, mir fehlt nichts. Na komm. Es geht mir gut. Hör bitte auf. Hier spricht Captain Ives. Es kann sein, dass wir beim Überfliegen des kalifornischen Beckens auf eine Gewitterfront stoßen. Mit etwas Glück können wir sie vermeiden. Aber ich darf Sie daran erinnern, dass die Anschneidzeichen noch leuchten. Aus Vancouver wird Regen gemeldet. Insofern nichts Neues. Bei unserer Ankunft erwartet uns eine Lufttemperatur von 8 Grad.
Ich hoffe, Sie haben... Das ist Karen Ives aus dem Cockpit von Flug 331 kurz vor dem Absturz. Und wie lange genau? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein paar Minuten. Trans Regional 331. Steigen Sie auf 16000. Steuerkurs 180. Oh mein Gott. Steige auf 16000. Steuerkurs 180. Ives hat uns doch bisher alle vier mechanischen Gründe für einen unkontrollierbaren Sturz vorgeführt. Dann stünde also noch eine Unglücksursache aus. Und zwar die offizielle Version. Menschliches Versagen. Möglicherweise hat er den Wunsch, die Erfahrung mit ihr zu teilen. Ach du großer Gott. Als krönenden Abschluss. Er wartet also nur den richtigen Moment ab, die richtige Flughöhe. Er versucht, den Sturz also unter genau den gleichen Bedingungen nachzustellen. Und wir sollen auch vor die Hunde gehen. Ihr Flugzeug war an 35.000 Fuß höher, als der Sturzflug begann. Oh Gott, schnell, wir müssen etwas unternehmen. Sie knallen ihn nieder, ich übernehme das Steuer. Augenblick, warten Sie. Nein, er hat noch genug Zeit, irgendwas zu sabotieren, bevor Sie ihn unschädlich machen. Hat jemand vielleicht ein Taschenmesser? Ja, ich. Wozu das denn? Warten Sie es ab, wenn die Lichter ausgehen, stürmen Sie das Cockpit. Moment, was haben Sie vor? Ich unterbreche die Stromversorgung genau 15 Sekunden lang. In dieser Zeit müssen Sie ihn überwältigen. Und Caldwell übernimmt das Steuer. Nein, nein, du nicht. Sie ist meine Mutter, ich will ihr helfen. Trans Regional 331, hier ist San Francisco Tower. Steigen Sie auf 28.000 Fuß. Steuerkurs beibehalten. Roger, San Francisco Tower. Steigen auf 28.000 Fuß. Ende. Verstehst du das? Halten Sie es für klug zu warten? Auf jeden Fall. Ives würde vermutlich durchdrehen und die Kiste zu Bruch fliegen, wenn wir einfach so da reinstürmen. Wir müssen irgendwie da durchkommen. Okay, schaffen wir das Zeug aus dem Weg. Ja. Lass nur, ich mach das. Okay. Vorsicht! Okay, ich kann jetzt durchklettern. Gut, aber vorsichtig. Geht's? Lieber mit dir gehen. Keine Widerrede. Okay. Ein noch. Okay, nimm du den anderen Weg. Ich will aber lieber mit dir zurückgehen. Wir haben jetzt wieder Strom. Oh mein Gott. Hier, ich helfe Ihnen. Kommen Sie. Oh, du meine Güte. Wo ist Donald? Er fällt aus. Sie müssen fliegen.
Alf ist tot. Nein, ich kann sowas doch nicht. Wenn sie jetzt aufgeben, sterben wir alle. Warten Sie, ich helfe Ihnen schon. Leistung, Whitney. Jetzt noch den Co-Piloten. Legen wir ihn dorthin. Es geht schon. Wir versuchen mal, ob sie aufstehen können. Jetzt dir. Ist doch ganz grün im Gesicht. Da kommen Sie. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Na prima, es geht doch. Okay. Vorsicht, langsam umsetzen. Okay. Vorsicht, Vorsicht. Gut, das kann jetzt etwas wehtun. Was brauchst du? Nur die Gase, bitte. Okay, schön draufhalten und kräftig drücken. Die Blutung wird bald nachlassen. Sie schaffen das schon. Ja, ja. Versorgen Sie ihn. Ja. Jetzt nur noch heil runterkommen. Sie können ja hier bleiben und mir helfen. Oh nein, nein. Die Pflichten eines Piloten sind nicht Teil meiner Berufsausbildung gewesen. Ich habe noch nie ein Flugzeug gelandet. Ach na, und wenn schon. Ich habe es auch noch nicht. Sie scherzen. Oh nein, nein, nein. Im Flugsimulator schon etliche Mal, aber ich habe noch nie ein richtiges Flugzeug gelandet. Im Simulator. 227, hier Atlanta Tower. Folgen Sie dem Landekurssender zur 7. Meile des Gleitwegs. Sinkrate beibehalten. Ja, wir haben Sie auf dem Schirm. Verstehen Sie das Fach Chinesisch? Theoretisch schon, aber mir fehlt eben die Praxis. Das wird schon. Schön gerade halten. Jetzt die Landeklappen fahren. Sie halten sich hervorragend. Danke. Ich habe zu danken. Sie machen das großartig. Jetzt abfangen. Zurückziehen. Zurückziehen. Noch weiter. Leistungshebel zurück. Ausgezeichnet, René. Danke. Sie haben uns gerettet. Mit Ihrer Hilfe. Oh Gott. Und Donald? Ich sehe gleich mal nach ihm.
Hallo. Gratuliere. Du, hör mal. Ich hätte es eigentlich schon längst sagen müssen, aber es tut mir wirklich sehr leid, was mit Mark passiert ist. Ich weiß, du hast ihn sehr gern gehabt. Ja, das ist richtig. Hey. Oh, du. Dankeschön. Ich hab dich lieb, Mom. Ich dich auch. Ihr Boss wird wieder gesund. Sie könnten uns alle heute Abend nach Hause fliegen. Oh nein, ich... Ehrlich gesagt, ich zieh's wohl doch eher vor, als nervöser Passagier zu reisen. Dann könnten wir eigentlich auch mit dem Auto fahren. Was für eine fabelhafte Idee. Ja, tatsächlich. Lass uns fahren.